dann geht es weiter mit Infinitiv. Lektion 1. Okay, fangen wir an damit. Ich bin gespannt. Je veux avoir un chien. Je veux avoir un chien. Ich will einen Hund haben. Ich will einen Hund haben. Il va le faire. Il va le faire. Er geht es machen. Er geht es machen, oder was? Er geht es machen. Machen. Okay, er wird es tun. Okay, das kann... Okay, je veux pouvoir manger. Je veux pouvoir manger. Je veux pouvoir manger. Ich will essen können, oder was? Ich will essen können. Jo. Je dois être fort. Je dois être fort. Ich muss stark sein. Ich muss stark sein. Komma Punkt. Voulez-vous l'apprendre? Voulez-vous l'apprendre? Wollen Sie es nehmen? Wollen Sie es nehmen? Wollt ihr sie nehmen? Okay. Ah, okay. Ja, ja. Ihr müsst groß sein. Ihr müsst groß sein. Vous devez être grand. Ist beides richtig, ne? Ja. Elle veut voir mon gâteau. Elle veut voir mon gâteau. Gâteau. Gâteau ist der Kuchen, ne? Sie will meinen Kuchen sehen. Sie will meinen Kuchen sehen. Difficile à dire. Difficile à dire. Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen, muss ich wirklich sagen. Schwierig zu sagen. Schwer zu sagen, okay. Und das war ein weiteres Kapitel. Lektion 2. Ich will immer mit das Tour machen, aber es will irgendwie nicht. Je veux vivre avec ma femme. Je veux vivre avec ma femme. Ich will mit meiner Frau leben. Ich will mit meiner Frau leben. J'aime penser à ma femme. J'aime penser à ma femme. Ich mag es, an meine Frau zu denken. Ich mag es, an meine Frau zu denken. Ich denke gerne an meine Frau. Elle va comprendre ma lettre. Elle va comprendre ma lettre. Elle va comprendre ma lettre. Sie geht meinen Brief verstehen. Sie wird meinen Brief verstehen wahrscheinlich, oder? Sie wird meinen Brief verstehen. Okay. Tu veux parler avec tes parents. Tu veux parler avec tes parents. Du willst sprechen mit deinen Eltern. Du willst mit deinen Eltern sprechen. Du willst mit deinen Eltern sprechen. Du willst mit deinen Eltern reden, ja. Okay. Il peut venir. Il peut venir. Es kann kommen. Er kann kommen. Er kann kommen. Tu parles parce que tu aimes parler. Wir sind noch hier bei Infinitiv. Wer hätte denn überrascht, wen hätte denn überrascht, dass hier ein Infinitiv hinkommt? Que voulez-vous savoir? Que voulez-vous savoir? Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie wissen? Il va nous donner une pomme. Il va nous donner une pomme. Er wird uns einen Apfel geben. Er, nicht oui. Il va nous donner une pomme. Ja, 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 ja. Er wird uns einen Apfel geben. Lektion abgeschlossen. Lektion 3. Elle sait lire. Elle sait lire. Sie kann lesen. Sie kann lesen. Ils veulent écrire des livres. Ils veulent écrire des livres. Sie
wollen Bücher schreiben. Bücher schreiben. Je veux l'acheter. Je veux l'acheter. Ich will es kaufen. Ich will es kaufen. Voulez-vous lui demander? Voulez-vous lui demander? Wollen Sie es ihn demander? Bitten, anfragen. Wollen Sie ihn fragen? Okay. Wollen Sie ihn fragen? Fragezeichen? Nein, ohne Apostroph. Fragezeichen? Je vais chercher ma fille. Je vais chercher ma fille. Ich werde meine Tochter suchen. Ich werde meine Tochter suchen. Ich hole meine Tochter ab. Aha, okay. Das ist auch je vais chercher. Ich hole meine Tochter ab, okay. J'aime vous. Ich. Écrire heißt es ja. Écrire. Das ist der Infinitiv davon. Écrire. Nous voulons jouer contre vous. Nous voulons jouer contre vous. Wir wollen gegen euch spielen. Wir wollen gegen euch spielen. J'aime regarder les enfants jouer. J'aime regarder les enfants jouer. Ich mag es, die Kinder spielen zu sehen. Ich mag es, die Kinder spielen zu sehen. Ich schaue den Kindern gerne beim Spielen zu, okay? Ich bin eher so der wörtliche Übersetzer, glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch nicht sehr verwerflich, das am Anfang zu machen, sozusagen. Am Anfang, sagt jemand, der jahrelang Französisch gelernt hat und es dann wieder vergessen hat. Lektion 4. Elle veut montrer son sac. Elle veut montrer son sac. Sie will zeigen ihre Tasche. Sie will ihre Tasche zeigen. Okay. Sie will ihre Tasche zeigen. So. Il est temps de dormir. Il est temps de dormir. Es ist Zeit zu schlafen. Es ist Zeit zu schlafen. Es ist Zeit zu schlafen. Je veux appeler mon fils. Ja, je veux appeler mon fils. Ich komme auch langsam wieder ins Zehn-Fingersystem rein. Das ist wunderbar. Selten so viel an einem Stück geschrieben. Je veux appeler mon fils. Ich will meinen Sohn rufen. Ich will meinen Sohn rufen. Rufen. So. Ich will meinen Sohn anrufen. Je peux aimer. Je peux aimer. Ich kann lieben. Ich kann mögen. Ich kann lieben. Okay. La grand-mère aime apprendre. La grand-mère aime apprendre. Die Großmutter mag lernen, mag es zu lernen. Die Großmutter mag lernen. Okay, lernt gerne. Je peux okay. aimer. Je peux aimer. Je peux aimer. Ich kann lieben. Ich kann, ja. Tatsächlich, ich kann lieben, steht er auch. Elle aime porter son chapeau. Elle aime porter son chapeau. Sie trägt gerne ihren Hut, schreibe ich jetzt einfach mal. Sie trägt gerne ihren Hut. Robert Hood, was? Nee. Robin Hood. Ich höre lieber auf damit. Où voulez-vous dîner ce soir? Où voulez-vous dîner ce soir? Wo wollen Sie heute Abend Abendessen? Zu Abendessen. Wo wollen Sie heute Abend zu Abend essen? Wo wollt ihr heute Abend essen? Okay.
Lektion 5. Mon petit déjeuner. Mein Frühstück. Mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Déjeuner. Mein Frühstück. Stück. Ausrufezeichen. Mein Frühstück. Nicht deins. Meins. Nous devons choisir un animal. Nous devons choisir un animal. Wir müssen ein Tier auswählen. Okay. Wir müssen ein Tier auswählen. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Dorthin. Du kannst dorthin gehen. Du kannst dorthin gehen. Du kannst gehen. Ach, okay, du kannst gehen. Elle continue à marcher. Elle continue à marcher. Sie geht weiter. Sie geht weiter. Weiter. Sie läuft weiter. C'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. Es ist schwer zu entscheiden. Es ist schwer, ja. Es ist schwer, obwohl schwer. Choisir. Es ist auch entscheiden oder nur wählen? Choisir. Entscheiden. Okay, ist auch wählen. C'est difficile de choisir. Es ist schwer zu entscheiden. Das ist schwierig zu entscheiden, ja. Je dois déjeuner avec lui. Je dois déjeuner avec lui. Je dois déjeuner avec lui. Ich muss mit ihm Mittag essen. Okay. Je dois aller dormir. Je dois aller dormir. Dormir. Je dois aller dormir. Ich muss schlafen gehen. Mein Frühstück. Mon petit. Petit ist ohne Akzent, ne? Petit. Déjeuner ist mit. Déjeuner. Genau, so war's. Er geht weiter. Il continue à marcher. Ja. Il continue à marcher. Ja, das hatten wir gerade. Il continue. Nein, das war das falsche Akzent, das ich hier gerade eingetippt habe. Ah, marcher. Marcher. Il continue à marcher. Er geht weiter. Choisir son chien. Choisir son chien. Choisir, was? Choisir son chien. Okay. Seinen Hund auswählen. Einfach nur seinen Hund auswählen, oder was? Choisir son chien. Chien. Einfach nur das. Tatsächlich. Okay. Je dois aller dormir. Je dois aller dormir. Ich muss schlafen gehen. Ich muss schlafen gehen. Das Frühstück. Le. Ich schreibe mal groß. Le. Petit déjeuner. Le petit déjeuner. Das Frühstück. Le petit déjeuner geht auch ohne Bindestrich. Alles klar. Meine Eltern wollen laufen. Mes parents veulent marcher. Wohl Kurier müsste. Kurier war laufen, rennen oder sowas, ne? Ach, da stand ein Vauparon. Okay, dann war es ja was ganz anderes. Er versucht da hinzugehen. Essay ist dann versuchen, nehme ich an. Dialé. Das hier. Il continue à marcher. Il continue à marcher. Er geht weiter. Nicht Wouter. Wouter. Weiter. Mon petit déjeuner. Hatten wir schon öfter. Mon petit déjeuner. Mit Ausrufezeichen. Natürlich, das hört man ja, klar. Ach, es ist sogar falsch mit Bindestrich. Hier steht. Fast richtig, mon petit. Zwei Wörter, also. Ah, okay. Gut, dann schreibe ich es ab jetzt auseinander. Mes parents veulent marcher. Meine Eltern wollen gehen. Meine Eltern wollen laufen.
Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, da steht es ohne Bindestrich. Okay, ich schreibe es ohne Bindestrich. Wahrscheinlich war das eine Schnapsidee. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Anscheinend stand es da doch nicht und es wird doch nicht so gemacht. Okay, alles klar. Le petit déjeuner. Das Frühstück. Das Frühstück. Le petit déjeuner. Das Frühstück. Il aime déjeuner avec son père. Il aime déjeuner avec... Il aime déjeuner avec son père. Son père, avec son père. Il aime déjeuner avec son père. Er isst gern mit seinem Vater Mittag. Okay. Ach, déjeuner ist Mittagessen. Okay. Doch, frühstücken? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Déjeuner petitement oder sowas. Keine Ahnung. Frühstücken. Keine Ahnung. Habe ich mir gerade ausgedacht. Coupé, caché, invité. Le fromage est facile à couper. Le fromage est facile à couper. Coupé ist ein Auto. Coupé. Aha. Schneiden, abschneiden, okay. Der Käse ist leicht zu schneiden. Der Käse ist leicht zu schneiden. So. Schneiden. Der Käse ist einfach zu schneiden. Ja. J'aime me cacher. J'aime me cacher. Ich verstecke mich gerne. Ich verstecke mich gerne. Jo. Elle peut l'emmener. L'emmener. Elle peut l'emmener. L'emmener. Mitnehmen, bringen, fortbringen. Sie kann es wegbringen. Sie kann es wegbringen. Mitbringen. Habe ich mich verlesen oder was? Ich habe mich verlesen. Oh nee. Ich habe mich Da unten steht fortbringen. Habe ich was? Naja, okay. Habe ich mich verlesen? Oder ils veulent nous inviter. Habe ich mich verdacht? Da habe ich den Verdacht. Ils veulent nous inviter. Ils veulent nous inviter. Ils veulent nous inviter. Ils veulent nous inviter. Inviter. Ils veulent nous inviter. Sie wollen uns einladen. Sie wollen uns einladen. Also wer Englisch kann, ne, der wird mit Französisch kein Problem haben. Zumindest kein Je großes. Dois vider les verres. Höchstens vielleicht mit Artikeln oder solchen Sachen. Aber ansonsten dürfte es noch nicht allzu schwer sein, oder? Je dois vider les verres. Je dois vider les verres. Ich muss sehen die Verre. Ich habe schon wieder vergessen, was wäre heißt. Mann. Wer. Gläser, okay. Gläser. Wir hatten schon mal einen Satz, da hat jemand durch die Gläser durchgeschaut. Je dois vider les verres. Vider. Was ist denn vider? Vider. Leeren. Ah, okay. Vide ist leer und vide war schnell, gell? Jetzt kommen so ein paar vide. Sachen wieder. Leeren, leer machen. Je dois vider les verres. Ich muss die Gläser leer machen. Ich muss die Gläser leer machen. Leeren, okay. Sie müssen ihre Hosentaschen leeren. Sie, also, elles doivent vider leur poche. Ils doivent vider leur poche, ist auch richtig. Il faut que nee. J'aime griller du poulet. Griller. Was ist denn griller? Griller. Aimer griller. Ach so. Grille. Aimer griller. Griller. Griller ist grillen. Okay. Ich grille gern. Hühnchen. Hähnchen. Ich grille gern Hähnchen. Hähnchen. Elle veut goûter mes crêpes. Elle veut goûter mes crêpes. Goûter. Goûter. Kosten probieren. Ich hab's mir schon fast denken können. Goûter mes crêpes. Elle veut goûter mes crêpes. Sie will meine Pfannkuchen. Pfannluchen. meine Pfannkuchen probieren. Probieren. Sie will meine Crêpe kosten. Sie will meine Crêpe kosten. Ich muss immer an das englische Wort Crab denken. Mann, das ist furchtbar. Ich grille das Fleisch gern.
J'aime griller là, de là, là, de là. Là, de là. Ich versuch's mal mit de là, ich weiß es nicht mehr. Viande. Nein, la viande, okay. Ich hab's gelernt, ich hab's Le gelernt. gâteau est facile à couper. Le gâteau est facile à couper. Der Kuchen ist leicht zu schneiden. Der Kuchen ist einfach zu schneiden. Der Kuchen ist einfach zu schneiden. Schneiden, so. Er kostet gern das Essen. Il aime goûter la nourriture. Das hier. Sie wollen uns einladen. Elle veut nous inviter, ils veulent nous inviter. Das hier, die beiden. Je veux cacher un animal. Was? Je veux. Was? Je veux cacher Je un veux animal. cacher un animal. Je veux cacher un animal. Ich will ein Tier verstecken. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Okay. Vous pouvez inviter qui vous pou vous vous pouvez inviter qui vous pouvez vous pouvez inviter qui vous voulez. Ihr könnt einladen, wen ihr wollt. Ja, genau. Ihr könnt einladen, wen ihr wollt. Ihr könnt einladen, wen ihr wollt. So. Sie können einladen, wen Sie wollen. Je veux cacher un animal. Je veux cacher un animal. Je veux cacher un animal. Cacher un animal. Da bei dem hört man das auch das R. Je veux cacher un animal. Je veux cacher un animal. Okay. Ich will ein Tier verstecken. Ich will ein Tier. Blum. Verstecken. Elles doivent vider leurs poches. Elles doivent vider leur poche. Sie müssen vider, leeren. Sie müssen ihre Taschen leeren. Sie. Elles doivent vider leur poche. Sie müssen ihre Taschen leeren. Ihre Hosentaschen leeren. Ma mère aime couper des fruits. Ma mère aime couper des fruits. Ma mère aime couper des fruits. Meine Mutter schneidet Früchte. Schneidet gerne Früchte. Meine Mutter schneidet gern Früchte. Mag es Obst zu schneiden, okay? Ich will ein Tier verstecken. Warum willst du das denn unbedingt? Je veux cacher un animal. Un animal. Il aime goûter la nourriture. Il aime goûter la nourriture. Il aime goûter. Moment, das war mit Zirkumflex über dem O, ne? Goûter. Il aime goûter la nourriture. So hieß das doch, oder? Ja, okay. Ah, das ist über dem U. Il aime goûter la nourriture. Über dem U. Aber ich verstehe nicht, warum. Warum braucht man da ein Dach? Tu veux inviter tes parents? Tu veux inviter tes parents. Du willst deine Eltern einladen. Du willst deine, ich habe zwei Leerzeichen geschrieben. Du willst deine Eltern einladen. Elle peut l'emmener. Elle peut l'emmener. Sie kann es mitbringen. Sie kann es mitbringen. Sie kann ihn mitnehmen. Ich grille das Fleisch gern. J'aime griller la viande. Juhu. Na? Ah, jetzt geht's weiter.
Das war auch wieder das ganze Kapitel, die ganze Einheit. Hui. Du hast Verben infinitiv gelernt. Du hast 2 Lingots verdient. Sind wir schon bei 71 Lingots. Okay. Das war wieder flott. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.